Am 31. März 2019 finden Kantons- und Regierungsratswahlen im Kanton Luzern statt. Für das haben wir in den letzten Tagen die Wahlunterlagen bekommen. Doch wie musst du überhaupt wählen, dass du mich kannst unterstützen? Für das gibt es drei verschiedene Varianten. Die Variante Nummer 1, sozusagen die FDP-Variante. Für das nimmst du die unveränderte Liste Nummer 6. Dort sind alle Kandidierenden von der FDP zweimal aufgeführt. Mit der unveränderten Liste gibst du allen Kandidatinnen und Kandidaten 2 Stimmen und der FDP 16 Listenstimmen. Wenn du jetzt lieber eine andere Partei noch unterstützen willst, dann musst du die Variante Nummer 2 nehmen. Bei allen anderen Listen hat es noch freie Plätze. So zum Beispiel auch bei der Liste Nummer 5 von der CVP. Bei der freien Linie kannst du meine Kandidatennummer 0601 und meinen Namen zweimal ergänzen. In diesem Beispiel gibst du allen Kandidaten von der CVP eine Stimme. Zudem gibt es 14 Listenstimmen für die CVP. Du gibst aber auch 2 Stimmen in mir, und somit 2 Listenstimmen der FDP. Wenn du jetzt sagst, du willst eigentlich gar keine anderen Kandidaten und auch gar keine anderen Parteien unterstützen, dann musst du die Variante Nummer 3 wählen. Für diese Variante musst du Blankolisten nehmen. In den Kopfzielen hast du dort die Partei FDP ergänzen und Liste Nummer 6. Auch hier musst du wiederum meine Kandidatennummer 0601 und meinen Namen zweimal auf die Liste schreiben. In dieser Variante gibst du 2 Stimmen in mir und 16 Listenstimmen der FDP. Sobald du deinen Wahlzettel zusammen hast, kannst du gemeinsam mit dem Wahlzettel für die Regierungsratswahlen ins grüne Kuvert tun und das grüne Kuvert verschliessen. Das grüne Kuvert kommt dann gemeinsam mit dem Stimmrechtsausweis, und da ist ganz wichtig, dass der unterschrieben ist. Das kommt gemeinsam ins Antwortkuvert. Und schon ist es fertig und kann auf Post oder direkt zu der Gemeinde. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine 2 Stimmen und deine Unterstützung. Bitte denk aber daran, dass die noch nicht reichen. Bitte mach fleissig Werbung in deinem Umfeld, bei dir im Job, bei dir im Verein oder bei dir in der Familie, damit ich am 31. März in Kantonsrat gewählt werde.